Grüßt euch Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robot Wharf. Ich bin Schiss und in der Five und wir begeben uns heute tatsächlich noch in Welt 6. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine gibt, aber es gibt sie offenbar. Sie ist offenbar ein absolutes Ding. Hi. Yo. Nice. Absolut nice. Ab dafür. Machen wir diese außerirdischen Ficker fertig. Yo, Kirby is ready. My body is ready. Das Ding ist groß. Was ist eigentlich jetzt aus Meta Knight und DDD geworden? Ich meine, Meta Knight ist ein fucking Cyborg geworden und DDD, den haben sie offenbar geklont wie so ein Schaf. Nice, dieses... Bist du der Boss? Bist du der Chef hier? Hat du das sagen? Du siehst aus wie ein Pokémon. Ich nehme über das, ich nehme über Psycho. Psycho hat man bislang weniger gesehen an sich. Ich glaube, er will mir die Tür zeigen. Das ist so der typische Chef. Da ist die Tür. Gehen Sie aus meinem Büro. Zip. Zip. Wow. Ah! Komm schon her. Zip. Zip. Savado. Ach hey, wie kommst du hier überhaupt rein? Ist auch Wurst. Gib mir mal Ninja. Ninja ist cool. Security-Drohne, Fressmüll! Steht da, wie viel Schaden der nimmt? Oder sind das einfach random Zahlen? Shit. Hä? Der Penner hat einfach den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Ist er denn... Ich wollte... Manno. So ein Penner. Kannst du einfach in die Luft jagen. Aha! Sehr gut. War zum Glück auch überhaupt nicht offensichtlich. Ninja! Boomerang! Aber ich bleib mal Elektro gerade, komm. Mensch, gut, dass die hier überall Windkanäle haben. Und Leute, die Bomben schmeißen. Ich glaube, Elektro wird hier noch... Oh, shit, boy! Move, bitch! Out of my way! Kirby is bitch! Niau! Niau! Critical damage! Dummer Penner! Wieso jagen die sich alle in die Luft und warum hat er so ein Gemälde, wo er so denken guckt? Alter. Okay. It was obvious. Immer, ich hätte auch die rausgelassen, so ist das nicht. Hätte ich sie halt auch noch umgebracht. Who gives a Frank? Okay, zwei haben wir. Ja, trifft sich gut. Bogenschütze finde ich eh viel cooler. Und offenbar ist dieser Part auch genau daran gedacht. Ach du Scheiße.
Ja, das... Ich schätze mal hier lang. Ja. Plump. Und jetzt hier lang. Ich finde es immer noch cool, dass man sich da hinter so einer Deckung versteckt. Hinter so einem Pappschild. Auch wenn ich noch nicht rausgefunden habe, ob es tatsächlich was bringt. Bogenschütze ist cool, ey. Das ist eine geile Fähigkeit. Allein diese Fähigkeit hier. Oh, das sind echt Schaden, den ich ihm mache. Der Typ ist ein laufender RPG-Maker. Aua. Mann. Sommer! Hey, komm schon! Nein! Jag dich nicht in die Luft! Don't do it! No! He done diddly did it again. Und ich sehe, glaube ich, schon, wo das hinläuft. Sekunde. Tricky Tricks die hier. Ihr klein Tricky Tricks das. Böse, 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 böse. Bogenschutz. Bogenschütz ist toll. Ich wünschte echt, jeder Roboter, also für den Roboter gibt es für jede Fähigkeit eine Form. Wisst ihr, was ich meine? Weil an sich, es fehlt ja noch Bogenschützen-Roboter. Würden wir jetzt ein bisschen mehr Adult gehen, würde ich dem ein Sniper-Gewehr geben. Oder, was fehlt noch? Richtig coole... Okay, Fighter können wir uns eigentlich an sich sparen, weil wir haben Fels, wo der Bogen einfach mal, you know, wo der Bot einfach mal sinnvoll ist auf einmal. Wo ist denn der? Ach, hier geht's nach Welt 1. Nö. Level 2? Und bitte gib mir meinen Robosuit wieder. Ich fühle mich immer so nackig ohne ihn. Ich liebe diesen Robosuit. Das ist echt ein geiles Feature in diesem Game hier. Ach du Scheiße. Und ein Scrolling-Level auch noch. Man muss echt gucken, wo die antanzen, die Dinger. Oh, what? 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 Okay. Der Bildschirm bringt mich nicht um. Das ist freundlich. Ich habe gleich gesehen, was das für ein Icon ist. Alter, die bauen hier einfach fucking Schlafdinger ein. Autsch. Bauen hier einfach Schlaffelder ein, wo du einschläfst. Die Böse. Raus aus meinem Schiff, du Penner. Ah ja. Da, wo ich zuerst gedacht habe, okay, das wird mir das gesamte Spiel vermasseln, aber wird es irgendwo gar nicht. Ui. Ui. Schüttel. Rumpel. Böp, böp, böp. Nice Musik übrigens. Ein Elektro habe ich dann doch lieber. Nee, nehmen wir mal Toxic. Macht auch alles kaputt, soweit es muss. Ich wusste doch, dass hier noch was ist. Aha. Knew it. Hab ich gesehen. Kaputt. Die Musik ist nice. Das ist echt eine nice Sache. Ah, so ein Level wird das wieder. Nach dem Motto, ich wasch deine Hand, du wäschst mir meinen Arm und sowas. Und hopp. Autsch. Lass das mal bitte. Ach, das ist ein... Fuck! Ah! Ich hab zu sehr auf den da hinten geachtet. Oh shit, okay.
Let's go. Das ist irgendwo trotzdem süßer Gedanke irgendwo. Okay. Und jetzt gehen wir durch. Yes. Und so. Und so. Okay. Irgendwie, diese Level sind echt nice. So vom, generell vom Gedanken her, von der Umsetzung auch. Mir gefällt sowas. Okay. Du kommst mit. Nice! Es ist einfach nur, um den Gegner instant zu besiegen. Wie cool. Achso, das ist eine Bonustür. Okay. Okay. Stirb aus. Okay. Ich muss also einfach nur Sachen irgendwo runterspucken. Moment. Das geht durch Wasser. Wie praktisch. Sehr schön, ist sogar der erste. Nice. Combo Breaker. Kirby sollte sein eigenes Fighting Game bekommen. Wo wirklich jede Fähigkeit sein eigener Charakter ist. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre super cool. Ach du Scheiße. Hä? Ich sollte einfach aushalten. Okay. Los, Teleport, Spikey mit 1 hoch. Supervision. Warum sollte ich seinen Arsch überhaupt angucken? Oh, das ist eigentlich hier ganz nice. Zup. Oh, meine Hand verkrampft gerade total. Laub! Laub gibt's schon mittlerweile gar nicht mehr, Junge. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hör mal schneller hier. Wie böse. Nice. Sehr schön. Und Nummer 2. Laubtornado. Laubklinge, es ist sehr effektiv. Oh shit, Ende ist hier, Ende. Kann ich das dauerhaft machen? Okay, da ist jetzt offen. Aber... Ah, lass mich raten, ich muss alle Knöpfe drücken. Damit ich überhaupt durchkomme. Ja, ich muss alle Knöpfe drücken, damit ich überhaupt durchkomme. Komm mal her, Knuckle Joe. Brauch mal deine Fähigkeiten des Shoryukens. Shoryuken! Ich sag ja, ein Kirby Fighting Game, wo jede Fähigkeit seine eigene Fähigkeit ist, beziehungsweise sein eigener Charakter. Das wär doch nice. Seid mal ehrlich. Ich würd's kaufen. Ich meine, wenn Pokémon sein eigenes Fighting-Game kriegt, was offenbar keiner mehr spielt heutzutage, warum Kirby dann nicht? Jetzt mal ganz doof gefragt, so. Schlecht.
Oh yeah. Schnorche, Kirby. Ich hab 100 Sticker gesammelt. Oh shit, boy. Was bist du denn? Ach, der Albtraumzauberer. Pop. Manche Sticker sind echt merkwürdig. Krieg ich jetzt auch mal wieder meinen Roboter? Ich vermisse ihn. Das sieht nach Roboter aus, oder? Gib mir doch bitte meinen Roboter zurück. Ich vermisse ihn so. Ich brauche ihn auf jeden Fall hier. Ach, guck mal! Einmal lasern. Oh, yes. So? Denke ich mal. Und jetzt so? Sieht ganz danach aus. Komm schon, ich will noch ein paar. Wobei, die Fähigkeit ist an sich einfach witziger. Einfach wegen dem. Effektiv ist so anders, aber es ist cool. Es ist um einiges witziger auf jeden Fall. Sekunde mal. Scheiße, ich kann nicht aussteigen. Muss aber aussteigen. Oder ist das... Hä? Ist hier nirgendwo was zum Aussteigen gewesen? Okay, entweder habe ich hier was grundlegend falsch gemacht. Was möglich ist. Komm mal her. Laserbeam. Nee, ich kann hier nirgendwo aussteigen. Ja, scheiße. Was ist das denn jetzt? Ich hab so das dumpfe Gefühl, ich hab jetzt schon wieder was verpasst. Naja, immerhin weiß ich, wo ich es dann verpasst hab. Das war mir einfach gerade ein Bedürfnis. Au. Na gut, wenn ich halt jetzt was verpasst hab, weiß ich wo. Scheiße. Warte mal, kann ich den noch holen? Fuck, oh. Ach so. Aha, komm mal her. Ach, Eis zerstört die Dinger auch. Gucke da. Das ist gut zu wissen. Nö, sei ruhig. Hier ist eine Sondertür. Vielleicht habe ich ja Glück. Da ist auf jeden Fall ein Würfel. Da brauche ich aber eine Batterie. Das funktioniert tatsächlich. Und der Assi-Pack rennt mit... Ach so, der rennt da einfach rein. Ah, oh, fuck my life. Ich muss hier nochmal rein. Also war da tatsächlich was. Das heißt, man soll ohne den Mech hier hin... Ich habe bestimmt schon wieder was übersehen.
Komm mal her, Kleiner. Ach so. Gib dem Ding Saft. Eis, Feuer, Blitz, Ruhe. Eis? Ja, super. Und ich nehme ihn mit in die Mikrowelle. Super Idee. Ich finde die Idee immer noch super süß. Bleib mal hier, Kopf. Es ist glücklich. Eins hoch. Okay, als nächstes Feuer und dann Blitz. Okay, da kriegen wir auch noch hin. Alles für Captain Planet. Do you have any fire? Komm noch mal kurz her. Ich soll offenbar einfach Feuer irgendwo jetzt. Ich nehme jetzt einfach mal den Kern mit. Das ist Eis. Eis brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche eine fucking Kanone, ich brauche Feuer. Do you have any fire? Geht doch. Fire? Der Feuerbot sieht immer noch am coolsten aus, finde ich. Ich nimm dich mal weiter mit. Ich werde so das Gefühl nicht los, dass ich dich noch brauche. I knew it. Yay! No! Ich komm trotzdem an. Fuck you, Game. Das ist alles für ein One-Up. Nice. Yes. Wow, habe ich viel Zeit. Aha. Und jetzt als letztes war Strom. Das krieg ich auch noch hin. Ich behalte den aber hier, der ist cool. Dann wird's der hier sein, nicht? Komm mal kurz her, Dude. Ich brauch den mal. Und... Oh! Nein! Oh Gott, das war knapp. Knappe Kiste, das. Yeah. Wir haben trotzdem einen verpasst. Die Schlechtheit ist da. Scheiße, wir müssen nochmal in das Level. Willst du Stick oder willst du Ende machen? Ach scheiße, ich brauch dich, glaube ich, oder? Spawnt denn nochmal neu? Ja, danke. Swordbutter! Immer noch ein arschgeiles Gimmick. Hier wäre auch was gewesen. Warte mal.
Ach schade, der kommt nicht nochmal neu. Ja, da hätte ich gucken müssen. Ist ja auch Wurst jetzt. Die Sticker sind ja nicht so wichtig und ich weiß, dass ich hier was verpasst habe. Von daher muss ich hier eh nochmal rein. Aber ich glaube, ich mache das jetzt am Ende. Gut, aber gut was geschafft heute in dem Part und der Part ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei! Scheiße, ist das spät, ey. Wäre das Internet heute nicht so lahmarschig gewesen, wäre ich schon längst weiter. Das ist so nervig gerade. Fuck. Okay, 4 und 5 gibt's noch. Und wahrscheinlich das extra Level dann. Fangen wir hiermit an direkt. Noch haben wir Zeit. Das andere, da kann man dann ja nachher durchrushen. Einfach geschlagen. Oder. Shoryuken. Dive Kick is unblockable. Shoryuken. Hadouken. Ich wusste gar nicht, dass ich den Move hab. Ich hätte vielleicht mal runterdrücken sollen. What? Autsch! Meine Fähigkeit, die wollte ich behalten! Alter, wie böse! Stop it! Alter. Wie, das bleibt jetzt da? Das bleibt jetzt nicht da? Oh, fuck my life. Nur weil wir jetzt im Cyberspace sind, oder was? Ach du Scheiße! Komm mal her. Ja, Jet ist hier sogar sehr praktisch. Du Arsch! Aha. So läuft das also hier. Oh nein. Oh nein. Hier hin oder? Fuck you. Fuck you. Eine Sache, die ich mich auch gefragt habe. Wieso bleiben eigentlich meine Leben nie erhalten? Warum muss ich jedes Mal wieder aufs neue Leben sammeln? Mein Kleben. Okay. Oh, shit. Fuck you! Man kann mit der Batterie in der Hand auch so gut springen. Gerade wenn es so hoch ist. So. Okay. Echt präzise Sprünge da. Säg ihn durch. Lass mich raten. Nee, eins. Okay, gut. Diesmal sind wir noch gut. Fuck! Oh, das Level ist stressig. Verdammt cool gemacht, aber stressig. Ja. Okay, das war Nummer 2. What? Oh, wie böse. Fies gejuked.
eine Kirsche, ja, danke. Ach du Scheiße, das geht ja noch weiter. Boomerang! Nee, Beam finde ich doof. Friss Müll! Bleibst du jetzt? Bleibst du jetzt? Du Ficker! Okay, das machen wir so. Delete. Jag dich doch in die Luft, mach's doch. Autsch. Ich glaube, ich sollte ein bisschen schneller sein. Wenn mir das eins gezeigt hat, ist... Sekunde mal. Aha. Die Fähigkeit Rad und ein Sticker. Zing. Warum krieg ich die Fähigkeit Rad? Hat das was zu bedeuten? Soll ich schnell sein? Gotta go fast. Gotta go fast beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Nyeh.